Und das ist halt super wichtig, damit, wie gesagt, das ganze Gärgut innerhalb der Lage auch bleibt. Was ich jetzt noch mache, ich denke, das ist alles noch mal. Du hast gehört, dass Fermentieren gesund ist und du möchtest etwas für deine Darmgesundheit tun. Du würdest Fermentieren gerne einmal ausprobieren, hast dich ja bis jetzt noch nicht getraut, ja, mit den Bakterien herumzuexperimentieren oder weißt nicht, was du für Equipment brauchst, wie du das Ganze startest, welches Gemüse überhaupt notwendig ist, was man verwenden kann. So viele Fragen. Wie funktioniert das alles? Wenn du diese Fragen hast, bist du genau richtig hier, denn wir werden dir heute ganz genau und Schritt für Schritt zeigen, zusammen mit Maria und Marco von Sauer macht glücklich, ja, wie man milchsaures Gemüse günstig und vor allem kinderleicht selber herstellen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ganz herzlich willkommen, Maria und Marco. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke, lieber Andreas, für deine Einladung. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja, hallo. Ja, ihr Lieben, das ist ja so, dass wir tagtäglich, ohne dass wir es wissen und ohne dass es uns bewusst ist, fermentierte Lebensmittel zu uns nehmen. Zum Beispiel Joghurt oder Käse, also nicht jeder, aber ich sag mal im Allgemeinen, Durchschnitt gesehen, Brot aus Sauerteig oder Hefeteig. Dann gibt es natürlich das Bier und Wein und natürlich das gute alte Sauerkraut. Und vieles davon kann man ja wirklich ganz einfach selber machen, oder? Wie funktioniert das? Ganz richtig, genau. Wir haben da sogar auch was vorbereitet. Ja, Da das ist ging's. genau das, was interessiert, nämlich wie funktioniert es? Das finde ich total cool. Also, wie macht man das? Was hast du da Feines? Genau. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorgeschnippelt. Das ist eine Schüssel mit verschiedenen Gemüsesorten. Die habe ich jetzt quasi schon mal in verschiedenen Stückelungen vorbereitet und auch gewürzt. Da kommt jetzt dann bloß noch das Salz zu. Ich ziehe mir bloß nochmal schnell die Handschuhe an, dass ich das nochmal besser zeigen kann, weil Jetzt es bitte ist genau einmal zeigen, was genau ist da drin und warum bitte Handschuhe. Nämlich nicht notwendig, Handschuhe zu tragen, Nicht aber ich habe notwendig. rote Beete drin und das macht es jetzt ein bisschen einfacher und praktischer für mich, wenn ich dann jetzt da reinfasse und schon mal Handschuhe habe, dann müssen wir die Hände natürlich danach nicht so Okay, also es spart in einfach das Händewaschen, das ist alles, ja? Ja, und natürlich bleibt die Hand eine Weile rot nach dem Ja, Händewaschen. Das ist klar, natürlich genau. Aber normal. wenn ich das mache ohne Handschuhe, dann sollte ich mir trotzdem vor die Hände waschen oder spielt das keine Rolle? Ja, also natürlich, also jetzt auch wenn man Teig oder sowas in der Küche knetet, man wäscht sich einfach die Ich meine, Hände man will ja gerade vor. die Bakterien reinbringen. Aber man Vielleicht ist es muss ja es nicht gerade gut, machen. weil er Also sie nicht wäscht. wer das bisher nie gemacht hat, der braucht es jetzt auch nicht mehr machen. Weiß ich ja nicht. Okay, alles klar. Gut, also was für Gemüse ist da drin? Genau. Ich zeige es dir schon, bevor ich reinlange. Ich habe nämlich auch Gewürze. Rosmarin habe ich mit drin und ich habe auch von einer halben Zitrone die Schale abgerieben. Und ich habe jetzt in so kleiner Stückelung die rote Beete. Ich habe Lauch rein. Gleich daneben. Ich habe Fenchel drin. Wie ist das andere? Ich habe auch in etwas gröberer Stückelung Rettich und feine Karottenscheibchen drin. Haben wir alles drin, Ja, genau. genau. Also du guckst schon. Also es wird alles mitgeschrieben und das Rezept gibt es auch unter dem Video im passenden Blogartikel dann auch zum Runterladen. Also es braucht jetzt keiner mitschreiben. Es gibt alles. Alle können jetzt ganz entspannt sich mal zurücklehnen und gucken, wie ihr das denn so macht. Selbstverständlich. Genau. Genau. Ich habe auch schon das Salz abgewogen, auf die Gemüsemenge abgewogen, genau. Und das gebe ich jetzt hier schon mal rein und vermische das. Was für Salz verwendest du da und warum gehört da jetzt Salz da drauf? Ich habe in dem Fall jetzt Meersalz, unbehandeltes, also das heißt ohne Rieselhilfen, ohne Fluorid, ohne Jod oder irgendwelche Zusätze, keine Trennmittel oder irgendwas, einfach nur Meersalz. Ich nehme aber auch ganz gern so Steinsalz, Himalaya-Salz, sowas nehme ich auch ganz gern, aber dann als gesättigte Lösung. Ist aber nicht ganz so einfach dann zu dosieren, deshalb haben wir jetzt den Klassiker Ja, sozusagen und was ist der genommen. Grund, dass du es jetzt mit dabei gibst? Ich möchte natürlich, dass meine Gärung erfolgreich abläuft und sich nicht irgendwie vorher schon Schimmel bildet, bevor die Milchsäuregärung eingesetzt hat. Und deshalb machen wir das Salz ran. Das ist einfach schon mal eine kleine Konservierungsmaßnahme sozusagen. Und das wird jetzt hier alles erstmal ein bisschen vermengt, den Gewürzen auch. Und
Genau, zur ersten Konservierung, was wollte ich noch sagen? Genau, weil wir nämlich auch keine Starterkulturen oder sowas verwenden. Ja? Also wir kaufen irgendwelche Kulturen oder machen Molke oder Brotdruck oder Lake von einem fertigen Ferment oder so rein. Deshalb machen wir einfach Salz, damit uns das einfach nicht verdirbt, bevor die Milchsäurebakterien quasi. Okay, das heißt, das ist jetzt eine wilde Fermentation sozusagen. Genau. Ja. Das heißt sogar so wilde Fermentation. Das heißt, die Fermentation kommt von alleine aus dem Gang. Und wir überspringen nicht wichtige Fermentationsschritte, ne, die einfach erforderlich sind, um zum einen ein super leckeres Ferment zu bekommen, aber zum anderen auch die Bakterienstämme zu bekommen, die wirklich auch essentiell sind für eine erfolgreiche Fermentation und vor allem für eine gute Darmgesundheit. Ja, weil wenn ich jetzt einen fertigen Saft irgendwie schon reinmache von einem Ferment, was schon fertig ist, dann tue ich jetzt gleich die Bakterien rein, die eigentlich am Ende des ganzen Prozesses stehen. Und am Anfang laufen da auch noch ganz, ganz andere Prozesse ab und Bakterien sind da am Start, ne? Okay, also das ist der natürlichste Vorgang sozusagen, wie wir es jetzt hier lernen von euch. Genau, richtig. Ich vermenge das auch jetzt schon mal, weil dann zieht es jetzt einfach ein bisschen Wasser, wenn wir uns unterhalten, dann zieht es schon, wird es schon so ein bisschen feucht. Jeder kennt es vielleicht, wenn er Gurkensalat oder irgendwas macht und dann Salz reingibt, dann wässert das so. Ja, genau. Und den Effekt will ich jetzt hier eben auch haben, dass ich jetzt dann nicht ganz so viel kneten muss und weil das jetzt auch nicht die wässrigsten Gemüsesorten einfach sind, lassen wir das jetzt einfach ein bisschen stehen. Dann heizt doch einfach die Kamera, genau, dass wir es nochmal sehen, wie es jetzt aussieht. Wir bekommen jetzt durch die rote Beete so einen schönen pinken Akzent. Das sieht dann zum Schluss wirklich richtig toll aus. Ja. Und was wir alles dann konkret von Angaben hinzugegeben haben, das sagen wir dann noch im Laufe des Videos. Ja, super. Jetzt erklären sich auch die Handschuhe, denn jetzt kannst du wirklich direkt mit sauberen Händen weitermachen. Ich dir anfassen an dem T-Shirt und das tut. Genau, einmal am weißen T-Shirt entlang. Sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, also das heißt, wir lassen es jetzt ein bisschen vor sich hin einwirken. Und in der Zeit haben wir jetzt einfach genügend Gelegenheit, uns ein bisschen auszutauschen. Nämlich als allererstes interessiert mich wirklich mal, wie seid ihr denn um alles in der Welt darauf gekommen, jetzt zu fermentieren? Denn wenn ich in den Supermarkt gehe heutzutage, gibt es ja eigentlich keinen wirklichen Grund mehr zu fermentieren. Da stehen die Dosen, ja, das hält sich alles wunderbar lange. Warum fermentieren? Wie seid ihr dazu gekommen? Genau. Also bei uns war es so vor... Also 2013 ungefähr, das war auch eine Extremsituation, wir sind umgezogen, wir hatten 4 Monate keine Küche, haben echt nur von der Mikrowelle irgendwie gelebt, von Mikrowellenessen und haben uns auch vorher schon keine großen Gedanken einfach über Ernährung oder irgendwas gemacht und einfach halt so gegessen, wie wir es kennen, gekannt hatten aus der Kinderstube. Und da hat es sich dann aber halt so richtig rausgeprägt, wir waren total oft angeschlagen und halt Infekte und waren auch richtig, richtig ausgenockt immer. Also nicht so ein bisschen Erkältung und dann geht man trotzdem irgendwie noch an die Arbeit oder irgendwas. Und permanente Wehwehchen kamen dann eben auch hinzu, vor allem immer Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme und sowas. Ja, und da wir dann auch so oft krank waren, hatten wir auch Zeit, uns ein bisschen damit zu beschäftigen und haben dann echt das erstmal in Zusammenhang gebracht, ja, Gesundheit, Ernährung und haben uns dann eben damit befasst, gesunder Lebensstil, gesunde Ernährung und haben dann eben echt unsere Ernährung einfach umgestellt. Vegetarisch, Vollwertkost, vegan, einfach viele Sachen so ausprobiert und die Essenz bei vielen Sachen war einfach auch eben nicht mehr die Fertigprodukte, die verarbeiteten Lebensmittel zu sich zu nehmen, sondern einfach wieder viel selber zu machen, natürlich zu essen. Ja? Also es geht gar nicht darum, ist man jetzt vegetarisch, vegan, rohköstlich oder so, sondern es geht einfach echt darum, wieder natürliche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und ja, so einfach und schön und bequem das ist, sich die Sachen natürlich im Supermarkt zu kaufen. Es hat eben einfach auch, es fordert dann irgendwann einfach auch seinen Tribut, wenn man sich jetzt eben so viel von Fertigprodukten ernährt. Ne? Ja. Aber ihr habt das Spielchen auch wirklich noch weitergetrieben. Insofern, dass ihr irgendwann so weit gekommen seid, dass die Leute auf euch zugekommen sind und haben gesagt, wir wollen auch was davon haben. Und habe dann sozusagen Geschäftsidee daraus entwickelt. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Weil wenn ich auf euren Blog gehe, kann ich ja inzwischen bei euch wirklich Produkte auch mir bestellen. Das ist ja eine tolle Sache, dass ihr da wirklich da eine Geschäftsidee daraus entwickelt habt. Eigentlich hatten wir den Bedarf, ne? Weil wir haben das dann eben auch selber gemacht und es hat uns gefallen. Aber wir wollten es eben auch nicht nur immer selber machen, weil wir natürlich auch voll berufstätig waren und auch nicht die Zeit und Lust hatten, so viel dann eben immer einzulegen und haben gedacht,
Wenn man das einfach irgendwo mal auch mal kaufen könnte, das wäre super. Aber wir machen es trotzdem auch gerne, wir bieten es halt mal an, ne? Und tatsächlich war es so, dass die Leute das echt angenommen haben und teilweise einfach nur auf sowas gewartet haben, ne? Wenn du Glück hast, hast du einen Bauern, einen Biobauern in der Nähe, der Sauerkraut macht, und das war es dann aber auch schon, ne? Ja. Werden wir zum Schluss vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Ihr habt noch eine Überraschung für unsere Zuschauer, also es lohnt sich dabei zu sein. Aber jetzt interessiert mich erstmal für alle die vielleicht noch gar nicht so genau wissen, was Fermentieren denn jetzt genau ist. Erklärt uns das doch mal. Also ganz einfach, was genau ist bitte Fermentieren? Wie kann ich mir das erklären? Was ist das? Also es ist einfach nur ein ganz natürlicher Prozess, der stattfindet, wenn kein Sauerstoff mehr vorhanden ist. Also ne, wenn wir irgendwas an der Luft haben oder so, Brot, Gemüse, wird da irgendwann Schimmel drauf, ne? Kommen. Aber wenn wir es schaffen, eine Umgebung herzustellen, das passiert dann halt in einem gärfähigen Gefäß, wo der Sauerstoff irgendwann verbraucht ist und kein neuer Sauerstoff reinkommt, dann setzt die Milchsäuregärung ein. Ja? Also die Milchsäurebakterien, die sind einfach vorhanden, die sind auf uns, die sind auf dem Gemüse. Und wenn wir denen eine günstige Umgebung schaffen, dann können die sich vermehren und können Milchsäure produzieren, und diese Milchsäure senkt den pH-Wert und macht das Ganze dann haltbar. Also es ist nicht notwendig, erhitztes, pasteurisiertes Milchsäuregemüse zu kaufen. Ja? Jetzt wie das Sauerkraut, ne? Was es in den Dosen und so gibt. Das ist einfach pasteurisiert, schmeckt auch gut mit Sicherheit, aber hat einfach nicht mehr die tollen Vorteile für unseren Körper. Ne? Ja, also das heißt ja letztlich, das, was wir heute machen, ist etwas, was Jahrtausend vorher überhaupt nie gemacht wurde, sondern es war ja der natürliche Prozess, auch um Dinge haltbar zu machen. Man kennt es ja noch von der Großmutter vielleicht, also das klassische Sauerkraut. Und irgendwann kam dann die tolle Idee mit der Dose auf, weil man Sachen so schön haltbar machen kann. Aber das, was dabei verloren geht, sind ja eben die Bakterien, die ja auch so nützlich sind für die Verdauung. Ich habe es ja eingangs auch gesagt, viele Leute kommen ja aufs Fermentieren, weil sie eben Probleme mit der Verdauung haben und sich jetzt sagen, okay, das ist jetzt ein Weg, wie ich da wieder was Positives für meine Darmflora machen kann. Ganz genau. Richtig. Und im Endeffekt, in jeder Kultur gab es ja früher schon auch Fermentationsansätze. Wie schon gesagt, das ist was ganz Natürliches, was entstanden ist. Du hast in Korea das Kimchi, du hast Tempeh, du hast hier in Deutschland das Sauerkraut, selbst auf Island gibt es Fermentationsarten, Techniken. Da kann man zum Beispiel diesen fermentierten Hai essen. Mhm. Und losgelöst voneinander gab es halt die Kulturen, die haben gesagt, okay, wir müssen halt Sachen haltbar machen. Ne? Und wie du schon sagst, man hat das früher gar nicht, glaube ich, wegen dem gesundheitlichen Aspekt gemacht. Das war einfach dann dieser positive Abfall. Schlussendlich hast du klassisches Sommergemüse, was im Überfluss ja da war, für den Winter haltbar gemacht. Ne? Und dementsprechend hattest du wirklich im Februar, März frisches Gemüse. Ja. Und das gibt es ja jetzt fast gar nicht mehr. Also du kannst wirklich, wenn du selber jetzt fermentierst, ja, wenn du hier deine rote Beete fermentierst, kannst du dein eigenes Superfood kreieren für den Winter. Und was halt auch sofort wirklich im Glas verfügbar ist. Ne? Und das ist halt wunderbar. Und im Endeffekt hast du zu dem Zeitpunkt sogar ein Fastfood, ne? Weil du machst nur dein fermentiertes Glas auf, Gabel rein und essen. Also was gibt es Besseres? Ne? Ja. Die Frage wäre jetzt, du hast es gerade schon gesagt, Hai, fermentierte Hai, also es gibt die verrücktesten Sachen, ich habe schon von Eichhörnchen gehört und so Sachen, wo ich denke, wie bitte? Also deshalb die Frage, was kann man denn alles fermentieren? Also man kann wirklich, also es wird wirklich vieles fermentiert, es geht ja über Essen, Tierisches, aber auch eben Pflanzliches, Sojabohnen, auch Getränke, ne? Es gibt den Wasserkefir, den Kombucha, wir sind einfach bei der Gemüsefermentation und da kann man einfach alles fermentieren, was man auch so roh essen kann. Ja? Also Bohnen ist immer so ein bisschen grenzwertig, manche machen es, manche machen es nicht, wir nicht. Ja. Oder Kartoffel würde ich jetzt auch nicht fermentieren. Auch eher ungünstig. Oder eine Aubergine jetzt nicht, aber ansonsten gibt es da, es gibt gar keine wirklichen Grenzen. Ja, ansonsten jedes Gemüse legen wir milchsauer ein. Ja, okay. Du kannst auch jedes Gemüse mit einem anderen Gemüse kombinieren. Ne? Das geht genauso gut. Also da gibt es auch überhaupt keine Grenzen. Im Gegenteil, du kannst dich da austoben und unterschiedliche Kreationen ausprobieren. Und es entsteht jedes Mal wirklich ein Unikat. Ne? Also das heißt, der Geschmack ändert sich dann auch. Also wenn ich jetzt eine Möhre fermentiere, schmeckt es nachher nicht mehr nach Möhre. Oder wie stelle ich mir das vor? Nicht mehr sehr nach Möhre. Es ist halt eine saure Möhre dann. Also wie eine saure Gurke, ja? So in dem
nimmst die. Ja, genau, aber eben nicht die Essiggurke, was genau. für viele heutzutage eine saure Gurke ist, sondern wirklich die Salzgurken. Ne? Genau. Manche kennen es vielleicht auch aus dem Spreewald oder so. Gut, da gibt es auch die Essiggurken. Mhm. Aber es ist ein bisschen eine andere Säure, wie du es, wenn man es mit Essig einlegt. Ja. Vom Geschmack. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Punkt, warum du eben sagst, das ist jedes Mal was Neues. Also es hängt dann wahrscheinlich von den Bakterien dann ab, die sich da vermehren. Und dadurch ändert sich dann auch die Geschmacksrichtung jedes Mal ein bisschen. Erstens das, dann auch die Temperatur, also die Umgebungstemperatur hat starken Einfluss drauf, dann die Fermentationsdauer. Ja, fermentierst du eher kürzer, dann wird es saurer, je länger, desto milder. Du kannst dir auch ein sehr, sehr mildes Sauerkraut kreieren, wenn das mal schon mehrere Monate wirklich fermentiert. Und deshalb, es gibt so viele Faktoren, selbst auch der Zustand des Gemüses. Also wenn du dir zum Beispiel einen frischen Weißkohl kaufst im Sommer, ja, dann wird der in der Fermentation immer ganz anders schmecken und viel mehr Saft produzieren, weil er frischer ist, als wenn du jetzt Lagerware dir kaufst im November oder Dezember, also was nicht mal frisch ist. Also das ist, wie ich schon gesagt habe, jedes Mal schmeckt es wirklich Nuancen auch anders und du kannst es nicht kopieren, das ist wirklich ein Unikat. Ja, das ist halt kein Industrieprodukt. Ja, deshalb nennen wir uns ja auch Fermentationsmanufaktur, ja, weil wirklich jedes Produkt auch in Handarbeit hergestellt wird und aber auch wirklich auch unterschiedlich schmeckt. Natürlich die Karottensticks, Die Rezepturen sind natürlich immer gleich, das genau, Rezept, sind gleich, aber selbst, das kann schon etwas anders schmecken. Genau, jedes Mal, ja. Hast du schon gesagt, also geschmacklich unterscheiden sich, aber eine Frage, die sich jetzt da so ein bisschen für mich aufdrängt, ist, was ist dann jetzt bitte genau der Unterschied zwischen einem Sauerkraut, den ich im Supermarkt bekomme und einen, den ich meinetwegen jetzt bei mir selber mache, weil es gibt ja eben, wie ich es auch schon eingangs sagte, viele Sachen, die man kaufen kann. Hat es damit zu tun, dass der einfach die Prozesse anders ablaufen, dass sofort das auf schnell gemacht wird und direkt Bakterien zugefügt werden oder gibt es da noch andere Sachen? Ja, zum einen das. Also es wird jetzt nicht wie bei uns da wirklich im Slow-Mo, das ist mindestens 4 Wochen steht bei uns kein Sauerkraut, das ist ja eher 6 Wochen oder 8. Zum einen ist es einfach, dass es dort ganz schnell abläuft. Ja, es wird, wie gesagt, so eine Starterkultur eben auch zugegeben. Meistens ist es dann einfach auch ein Sauerkrautsaft, ein fertiger, dass es einfach schnell fertig ist und dann wird es natürlich stark erhitzt, um es zu pasteurisieren, was aber für ein Sauerkraut eigentlich nicht notwendig ist. Das heißt, das Sauerkraut wurde stark erhitzt, es hat überhaupt keine Vitamine mehr und unsere Milchsäurebakterien, die wir ja eigentlich auch unserem Darm zuführen wollen, die sind dann eben auch nicht mehr da. Und du hast ja auch auf den Vorteil angesprochen, wenn ich es daheim mache, du weißt daheim, was du reingemacht hast. Ja. Du weißt genau, okay, ich habe Meersalz genommen, du weißt genau, ich habe biorote Beete genommen. Ja, das weißt du und dementsprechend weißt du, was du dir für ein tolles Superfood kreierst. Im Supermarkt ist natürlich auch angegeben, aber du musst es entsprechend jedes Mal durchlesen, ne, und dem auch vertrauen. Ja, und wenn es eben pasteurisiert ist, ist ja klar, die Darmbakterien für die Darmflora, der Effekt ist damit ja gleich null, weil alles ja abgetötet ist. Also von daher geht es eigentlich dann nur noch um Geschmack und Inhaltsstoffe gehen ja auch krass runter. Ne? Genau. Ja, ist schon eine verrückte Welt, ja. Aber es ist halt so, viele haben eben Angst vor Bakterien. Es ist ja, wir sind ja in so einer Gesellschaft, wo alles immer schön steril sein muss, von A bis Z. Alles wird immer schön abgesprüht, ja. Jetzt plötzlich fange ich da an, mit Bakterien rumzuhantieren. Gibt es da auch Gefahren, die davon ausgehen kann? Kann das irgendwie schief gehen, dass ich dann plötzlich irgendwie nachher, weiß ich, vergifte oder krank werde? Ich muss ja auch einen Grund haben, warum jetzt eben in der Industrie das so alles steril gehandhabt wird. Ich denke, aus der Industrie kommt es einfach auch, also bei der industriellen Herstellung von Sauerkraut ist, glaube ich, auch einfach ist eine Kostenfrage von den ganzen Prozessen. Alles, was lange dauert, kostet einfach viel Geld. Ne? Aber wenn ich jetzt ein gelungenes Ferment habe, brauche ich überhaupt keine Angst haben, dass ich mich damit irgendwie vergiften könnte oder so, wenn ich jetzt nicht gerade Fliegenpilze fermentiert habe. Okay. Ja, da muss man ja aufpassen. Die neue Kreation. Ja, also das bitte nicht, ja. Keine Fliegenpilze, okay. Ja. Die Gärung kann natürlich auch einfach mal schief gehen, dass das Ganze nichts wird. Aber das sieht man, da bildet sich Schimmel oben drauf. Ja, weil dann einfach, oder man riecht es auch, man schmeckt es. Wenn einem das nicht schmeckt, dann isst man das auch nicht. Und da hat unser Körper einfach eine ganz natürliche Abwehrfunktion in der Hinsicht schon auch, ne? Okay. Genau. Und wirklich auf die Intuition auch, also auch auf den Geruch drauf fokussieren. Also wirklich darauf achten, vorher zu riechen, das entsprechend dann auch zu essen. Ja.
Wie viel Zeit verbringt ihr, wenn ihr eure Sachen jetzt fermentiert und vorbereitet? Wir können ja gleich mal gucken, wie es dann weitergeht, aber wie stelle ich mir das vor? Also viele schrecken vielleicht auch zurück und sagen, es klingt ja alles ganz spannend, aber sorry, ich habe die Zeit nicht. Ich gehe lieber weiter über den Supermarkt. Ja, oder wenn es eben so Möglichkeiten gibt, wie jetzt bei euch oder anderswo, dass man sagt, ich bestelle mir jetzt was wirklich was qualitativ Gutes. Die Variante gibt es ja auch noch, aber wir wollen jetzt von dem selber machen reden. Was ist der Zeitaufwand, wenn ich, sag ich jetzt mal, irgendwie ein Einmachglas oder was ich, wo man es jetzt eben reintut, um sowas herzustellen? Ja, also je nachdem, wie schnell du mit dem Schnippeln bist, dauert das, keine Ahnung, zwischen 5 und 15 Minuten vielleicht, ne? Also kommt immer darauf an, was man halt macht. Ich habe jetzt hier einfach viel klein und fein gehobelt. Das dauert einfach natürlich ein bisschen länger, als wenn ich jetzt vielleicht mir die Karotten nur grob schneide oder ein paar Gurken grob schneide. Das bin ich natürlich viel schneller. Also das ist eine Sache von ein paar Minuten, ein bisschen abwiegen, ein bisschen würzen. Und dann das Salz dazu, dann wird das einfach noch ein bisschen geknetet und kommt eben in das Gärgefäß. Und dann heißt es ein bisschen Geduld haben. Dann muss das auf jeden Fall 10 bis 14 Tage stehen, mindestens. Paar Ausnahmen gibt es bei Gurken und Kimchi, das sind so, oder generell Chinakohl sind so Sachen, die relativ schnell fermentieren, aber die meisten Sachen brauchen eigentlich mindestens 2 Wochen. Das hängt dann einfach auch ein bisschen vom persönlichen Ja. Geschmack ab, wann man das essen möchte. Wo stelle ich das Glas hin und woran erkenne ich, ob es fertig ist? Also eine Woche lang sollte es bei Zimmertemperatur stehen, also 20 bis 22 Grad wären ideal. Wenn man jetzt, wir haben es hier sehr warm, auch unsere Küche ist sehr warm, dann sollte man einfach ein bisschen mehr Salz nehmen. Und nach einer Woche kann man es dann auch schon kühler stellen. Bitte nicht schon in den Kühlschrank, sondern ins Treppenhaus oder in den Keller. Ideal wären so 16 bis 18 Grad. Wenn man es jetzt nur kälter hat, dann lässt man es lieber ein bisschen wärmer noch stehen. Dann geht das Ganze einfach ein bisschen schneller vonstatten. Genau, nach 2 Wochen kann man es dann eigentlich das erste Mal auch schon mal probieren, damit man auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie es schmeckt. Ja, also wenn es jetzt wirklich das allererste Ferment ist, was man macht, dann kann man jetzt noch nicht sagen, woran erkenne ich, dass es fertig ist. Man probiert es nach 2 Wochen, dann probiert man es vielleicht nochmal nach 3 Wochen, nach 4 Wochen und dann findet man einfach selber raus, wann ist es für mich auch fertig. Ja? Also nach 2 Wochen ist es definitiv fertig, aber es verändert sich noch Das ist weiter. der Geschmack, der verändert sich, je länger ich warte. Ja, genau. Das muss einem einfach bewusst sein. Ne? Okay, und wie lange kann ich jetzt da maximal warten? Wo du sagst, dann ist aber auch gut, dann sollte man es dann spätestens mal essen oder gibt es das gar nicht? Ja, also 8 Wochen ist eigentlich schon so das Maximum. Ja. Also das ist dann schon extrem lang und das ist eigentlich auch nur bei so ganz festen Kohl wie Wirsingkohl oder Sauerkraut, Rotkraut, ne, Weißkraut, Rotkraut. Das sind eigentlich so die Sachen, die so lang brauchen. Okay. Und Sonnenlicht, ist es okay, ein Sonnenlicht reinzustellen oder sollte man es da lieber meiden, lieber in Schatten stellen? Lieber in Schatten stellen, genau. Es muss jetzt nicht komplett dunkel im Schrank stehen, aber es sollte jetzt auch nicht in der Sonne stehen, Ja. ja. Und dann hast du ja gesagt, es soll vom Sauerstoff eben abgeschlossen sein. Wie stelle ich mir das dann vor, wenn ich so ein Glas habe? Kann ich da jedes x-beliebige Glas nehmen und da irgendwie, ja, weiß ich, eine Folie drüber machen oder wie macht ihr das? Vielleicht kannst du es ja auch mal zeigen, wenn es da gleich weitergeht bei dir, wie das dann genau, Ja, dieser genau. Prozess Also dann manche funktioniert. machen das auch mit normalen Schraubgläsern oder auch, wie du schon sagst, Folie, Tuch drüber. Also davon raten wir eigentlich ab. Wir haben da einfach ein sichereres System. Ja, also im Endeffekt ist wichtig, dass man ein sauerstoffarmes Milieu im Glas erreicht. Das heißt, der Druck kann entweichen und neuer Sauerstoff kommt nicht rein. Und wir haben da einfach so einen Gärverschluss, der steht auf Silikon. Ich halte mal die Kamera. Ich halte das jetzt. Genau, und da sieht man, dass sich das im Endeffekt, muss ich glaube andersrum sagen. Da sieht man im Endeffekt, dass sich das öffnet. Das heißt, Ah, wenn Druck okay. drin besteht, dann geht das Ja, auf. in diesem Ja, Bubble, sobald der wie Wachs bei so geht, einem wieder Sauger zu. von der Flasche für die Kinder, also so, ne? Also so ein kleiner Ja, so ein Riss. bisschen, genau. Oder genau, richtig. Ja, Ja. und man sieht, dann geht man automatisch schon. Das heißt, es kommt kein Sauerstoff rein. Und das ist halt wichtig. Ja. Man merkt es auch, ich kann den jetzt hier auch gar nicht abziehen, weil er sich hier so richtig festsaugt. Und Ja. wenn ich das wieder, wenn ich es leicht auseinanderdrücke, Ja. dann mögt es Mit nicht den mehr. Fingern auch mehr. Und das Tolle halt daran ist, und darauf solltet ihr auch wirklich achten, dass es wirklich einfach so reinigen geht. Und das ist halt wirklich bei Glas der Fall. Also wir haben es schon so viel ausprobiert, ja, von Stein und anderen Sachen. Aber das sind auch mal so Sachen, die dann vielleicht die Gerüche annehmen oder wo die Schimmelgefahr größer ist. Und wir wollen ja, dass wirklich erfolgreich fermentiert und dass kein Schimmel entsteht. Ja, okay, das klingt interessant. Ja, das heißt, das würde jetzt, oder du kannst uns ja mal zeigen, wie das jetzt geht. Also du wirst es ins Glas reinfüllen. Genau, wir machen jetzt einfach mal weiter. Also im Endeffekt, wir haben jetzt ja
paar Minuten miteinander gesprochen. Es ist soweit, wir hatten das ja hier eingesalzen, das Gemüse. Und wir haben auf die Menge, das waren 600 Gramm gewesen, haben wir 2,5% Salz gegeben. Mhm. Ja? Also zwischen 2-3% sagen wir immer. Ich knete es bloß noch mal ein bisschen durch. 2-3% Salz am besten immer dazugeben. Das heißt, ne, bei 1000 Gramm wären das dann bei 2% zum Beispiel 20 Gramm. Das wird dazugegeben und dann wird es ein bisschen stehen gelassen. Jetzt seht ihr schon, dass es sehr stark wässert. Ja, tropft schon. Das tropft schon, das ist richtig schön, weil diesen Saft, den brauchen wir auch entsprechend, damit das Gemüse wirklich in dem Saft auch liegen, unterhalb der Lage liegen bleibt, damit auch kein Schimmel entsteht. Das zeigen wir aber. Genau, das ist halt natürlich der Witz, ne? Unterhalb von Flüssigkeit oder in einer Flüssigkeit ist natürlich dann auch kein Sauerstoff, ne? Ja. Also fleißig durchkneten ist ganz wichtig. Und, ja, genau. Ich habe es halt jetzt nur schon mal, stimmt, gesehen, weil das ist von der Höhe nicht so optimal zu tun. Ja, es ist okay. Also alles gut. Ja, also das heißt, ein paar Minuten durchkneten, bis alles schön matschig ist und viel Flüssigkeit rausgekommen ist, damit es alles schön abgedeckt ist. Ist jetzt auch schon ganz gut so. Ich fülle das jetzt auch schon mal rein. Und wir haben dann auch nochmal einen Stampfer, wo man das richtig schön komprimieren und verdichten kann. Genau. Das Komprimieren ist dafür wichtig, dass wirklich zwischen dem Gärgut könnte jetzt Luftbläschen entstehen. Ne? Einfach, weil das relativ einfach reingeschichtet ist. Ja. Und jetzt wird es einfach verdichtet mit dem Stampfer. Der besteht jetzt hier aus Akazienholz. War uns auch wichtig gewesen, dass wir ein hochwertiges Produkt anbieten. Und dementsprechend, dass wir wirklich die letzten Sauerstoffgläschen rausbekommen. Und natürlich auch so viel wie möglich in das Glas reinbekommen. Und viele denken auch immer bei unseren Produkten, Mensch, es ist ja gar nicht viel so optisch gesehen. Aber dadurch, dass es immer auch so bei uns rein komprimiert wird, reingepresst wird, ist im Endeffekt richtig, richtig viel drin. Jetzt sprichst du von euren Produkten. Interessant ist natürlich jetzt, wenn ich das selber mache, also wenn ich jetzt so einen Stab gar nicht habe, was verwende ich denn dann? Du kannst auch eine Faust verwenden, wenn du reinkommst in das Glas. Ja, das ist möglich. Dann, was weiß ich, es gibt ja hier diesen, früher haben wir damit Schnitzel geklopft, ne? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mit was bitte? Ja, ich sag, früher haben wir damit Schnitzel oder Koteletts geklopft. Ach, diese Dinger, ja, okay. Fleischklopfer, genau, sowas. Also im Endeffekt irgendwas, was reinpasst, ein bisschen Oberfläche hat und gut zum Stampfen geeignet ist. Ne? Ja, so ein Stößel für Caipirinha, so einen, ne? Ja, sowas zum Beispiel. Ja, ich war früher sehr fit, was Cocktails angeht. Also bevor ich mich um Ernährung gekümmert hatte, da war bei mir zu Hause alles voll mit Cocktailzubehör. Das war meine große Leidenschaft, ja. Genau, das kannst du auf jeden Fall noch verwenden. Also ja, genau. Ich merke schon, wir hätten uns besser abstimmen sollen, was wir heute fermentieren mit meinem Weißen. Ach so, machst schon Flecken, ja. Okay, also mit der Faust, da brauche ich natürlich auch ein Glas, was eine große Öffnung hat oder irgendetwas anderes, womit ich das Ganze ein bisschen reinquetsche. Der Hintergrund ist, dass die Luftbläschen rauskommen und ich sehe schon, das Wasser ist dann ganz oben. Genau, du fermentierst gemeinsam mit deinem Sohn oder mit der Tochter, die haben noch kleinere Händchen, ne? Das wäre auch möglich. Also das macht auch mega Spaß, wirklich in der Familie gemeinsam das zu fermentieren. Ja. Jetzt seht ihr, ich zeige es mal, jetzt stoße ich rein und richtig viel Saft, richtig viel Saft kommt. Ja, und das ist halt super wichtig, damit, wie gesagt, das ganze Gärgut innerhalb der Lage auch bleibt. Was ich jetzt noch mache, ich decke das jetzt alles nochmal mit, ich habe jetzt hier noch ein paar Spitzkohlblätter übrig gehabt, das hat sich jetzt ganz gut gemacht. Decke ich das jetzt noch ein bisschen ab, damit mir so kleine Stückchen, ne, weil es ist ja, sind ja auch so kleinfurzelige Teile, dass mir das nicht so auftreibt, wenn ich jetzt das gleich nochmal runterdrücke. Mhm. Genau, und dann bleibt das alles schön auch drunter, weil wir machen da jetzt auch noch ein kleines Gewicht drauf, damit es auch weiter runtergedrückt wird. Aber das ist natürlich nicht 100% bündig mit dem Glas. Also ich habe da natürlich noch einen kleinen Rand und ich will natürlich, dass alles unter dem Saft bleibt. Genau, und damit das eben unten bleibt, nicht auftreibt, nehmen wir so einen Glasbeschwerungsstein. Es hat so einen Griff, ist super leicht zum Reinigen, kannst du eine Geschirrspüle nachmachen und ist halt richtig gut. Ne? Runter. So, und dementsprechend haben wir jetzt auch wirklich die Schimmelgefahr, sag mal, fast auf 0% gesenkt. Wenn ich jetzt sowas Schickes nicht habe, was kann ich stattdessen nehmen? Genau, es gibt Bügelverschlussgläser beim großen schwedischen Bügelhaus. Das wir alle kennen, ja, und nicht nennen wollen. Ja, genau. Sollten einige Leute kennen, genau. Da gibt es zum Beispiel sowas, also
wie gesagt, da ist das Prinzip genau eigentlich ähnlich wie hier. Ne? Aber dann habe ich ja kein Gewicht, dann habe ich ja einfach nur so oben zugemacht. Ach so, ja, so als Gewicht, genau, als Gewicht kannst du zum Beispiel, du kannst Murmeln verwenden, also aus Glas. Haben wir auch schon mal probiert. Einfach Murmeln mit reinkippen, okay. Wenn du ein sehr leichtes Gemüse hast, kann es dir passieren, dass es dann irgendwann trotzdem etwas hochdrückt und dann, ups, rauschen die ganzen Murmeln runter. Das ist uns auch schon passiert, deshalb, das ist nicht optimal, aber man kann sich damit behelfen. Du kannst zum Beispiel jetzt hier so ein Glas verwenden, da brauchst du halt genügend Abstand, machst das rein, ne? Ja. Und oben kannst du was als Beschwerung reinmachen, zum Beispiel auch wieder ein Murmeln oder was anderes. Oder Wasser, genau. Aber das müsste also, ja dann komplett rein, das Glas dann, ne? Also das ist dann, müsste rein, genau. Es ist halt alles, ich sag mal, immer so eine Krücke. Ja, so eine Notlösung. Es funktioniert, aber es ist halt nicht optimal, weil du dann wieder so viel Abstand hast bis nach oben. Und ja, ich meine, es geht ja erstmal darum, herauszufinden, ist das überhaupt etwas für mich, wo ich sage, das schmeckt mir, da kann ich mir vorstellen, da ist es, glaube ich, ganz gut, sowas auszuprobieren. Und wenn man dann sagt, da will ich öfter was machen, dann macht es natürlich Sinn, da sich ein bisschen diese Materialien zu organisieren. Genau. Ein bisschen auszustatten. Absolut, ne? Jetzt kommt der Gärverschluss drauf, dann einfach so ein Metallring, dann wird das zugemacht, so. Und dann sind wir auch schon fertig. Zeig das mal in die Kamera. Also die Farbe ist echt genial, ne? Ja, wie so eine kleine Flasche. Ja, genau. Und das bleibt jetzt, wie gesagt, bei einer Woche bei Zimmertemperatur hier bei uns in der Küche stehen. Und danach geht das in den Keller. Achso, eine Woche so und dann geht es in den Keller und da reift es sozusagen noch 2-3 Wochen nach, bis ihr dann sagt, jetzt kommt es auf den Tisch. Genau, jetzt wird es verspeist. So, und da will ich natürlich wissen, esst ihr das dann einfach so? Heißt es dann, liebe Kinder, gebt fein acht, heute gibt es dieses Glas und fertig? Oder was gibt es dann dabei? Wie stelle ich mir das dann vor? Also wir essen vieles einfach so pur, weil es einfach uns sehr, sehr gut schmeckt, wir es sehr gern mögen. Und unser Sohn ist 2 Jahre, der isst es auch total gern. Wir haben ihm das nie irgendwie angeboten, er hat es halt bei uns gesehen und kennt es jetzt auch und verlangt auch von sich aus danach, weil er das auch total mag vor allem die Säfte vertrinken. Wir essen es tatsächlich echt gerne pur. Wir essen das aber auch zu Gerichten dazu, ja, irgendwie zum Kartoffelgericht, Pellkartoffeln, Kartoffelstampf, passt das super dazu. Wir machen es uns auch gerne mal aufs Brot, entweder mit einem Brotaufstrich drunter oder ohne Brotaufstrich, schmeckt ganz hervorragend. Einfach in den Salat mit rein, man braucht überhaupt kein Dressing mehr dadurch, weil meistens hat man das ja auch schon irgendwie gewürzt und selbst wenn nicht, durch diese Säure, du brauchst halt irgendwie kein essiglastiges Dressing mehr oder irgendwie sowas, ne? Kannst du noch ein bisschen Öl beimachen oder so. Oder man macht es vom Mischungsverhältnis andersrum, dass man sich hierfür einfach noch ein bisschen was aufschnippelt. Wir haben eine Kundin, die kauft sich das bei uns. Dann schneidet sie sich frische Sachen rein, ein paar Karotten, ein bisschen Kohl, ich glaube so ein bisschen Apfel, reibt sie sich auch rein und dann mischt die das und stopft das alles wieder so in die Gläser rein und isst dann tagelang davon. Also die ernährt sich dann echt nur von sowas. Kann man natürlich auch so rummachen. Man kann es so als Tapas irgendwie reichen, auch super jetzt zum Grillen vielleicht. Ja, das heißt, ich kann mir auch wirklich aus dem Glas was rausnehmen und den Rest lasse ich dann einfach wieder ein bisschen da stehen und es reift einfach ein bisschen weiter. Ja, gerade so bei warmen Temperaturen, wie jetzt gerade eben, ist es herrlich, was Erfrischendes zu essen oder auch so Sauerkrautsaft zu trinken. Ja. Was mich so interessiert, ist natürlich, wie ist jetzt der Effekt auf meine Gesundheit? Ja, also ich habe jetzt also verschiedenste Möglichkeiten zu fermentieren. Entweder weiß ich jetzt, wo ich es mir bestelle oder ich sage, es ist so einfach, das mache ich mir gerade selbst. Wie ist der Effekt auf die Gesundheit? Was habt ihr da erlebt? Also. wo fangen wir jetzt an? Ja, bei uns war natürlich noch eine andere Ernährungsumstellung mit dabei. Ne? Es ist jetzt nie eins der heilige Gral und die Lösung für alles. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir unsere Darmflora damit unheimlich unterstützen, die Bakterien in unserem Darm, die guten Bakterien zu stärken. Und das Gleichgewicht von unserer Darmkultur, von unseren Darmbakterien wiederherzustellen. Und wir haben halt einfach auch schlechte Bakterien höchstwahrscheinlich im Darm. Und durch eine bestimmte Ernährungsweise nehmen einfach die schlechten Bakterien immer mehr zu, ernähren sich von dem ganzen Zucker und so weiter. Und die guten Bakterien, die wir eigentlich brauchen für unsere Verdauung, aber auch für unsere Gesundheit, für unser Immunsystem, auch für eine gesunde Psyche. Ja? Also selbst da hat der Darm, ein gesunder Darm, und auch nicht gesunder Darm Auswirkungen drauf. Ne? Und ich brauche halt nicht irgendwelche probiotischen Mittel oder irgendwas nehmen. Die im Übrigen sehr, sehr teuer sind. Also
Genau. Und irgendwelche synthetischen Sachen, ja, ich habe hier wieder das vollwertige Produkt, ne, das Gemüse, ich habe gleichzeitig die Faserstoffe im Gemüse, die Ballaststoffe, die ich genauso für die Verdauung eben brauche und kann eben meine Darmbakterien damit wieder stärken und meine Darmflora damit wieder ins Gleichgewicht bringen, ja, und mein Immunsystem damit eben auch aufbauen. Ja, ich meine, alles hat seine Berechtigung, ja. Der eine sagt, ich möchte lieber kaufen, ich will genau wissen, was drin ist. Oder es gibt vielleicht sogar Gründe, die dafür sprechen, dass er vielleicht schon so weit ist, dass er andere Sachen gar nicht mehr verträgt. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich eure Erfahrung, dass Fermentiertes für die meisten, denke ich mal, doch verträglich ist. Oder gibt es auch Ausnahmen, wo man sagt, du solltest es vielleicht lieber lassen? Nee, also im Gegenteil, es ist total verträglich. Also viele vertragen das, also es hat natürlich jeder eine andere Ausgangssituation, ne? Aber die meisten vertragen das eigentlich sogar besser, als wenn sie jetzt rohes Gemüse unverarbeitet essen, ne? Weil es ist schon so eine gewisse Vorverdauung. Ja. Ne? Also es ist bekömmlicher, es hilft auch vielen echt bei akuten Beschwerden. Ja, ein Kunde hatte letztens geschrieben, er hatte Magenschmerzen und hat es dann gegessen und die sind weggegangen. Es hilft halt auch bei Sodbrennen, Durchfall. Für alles sowas ist es gut verträglich und gut anzuwenden. Was man jetzt natürlich, wo man vorsichtig sein sollte, ist bei Histaminintoleranz. Wir haben auch Kunden mit Histaminintoleranz. Wir kennen auch Menschen, die das durch Darmsanierungen überwunden haben und ganz normal uneingeschränkt essen könnten. Da sollte man einfach vorsichtig sein, es langsam angehen und natürlich dann mit einem Spezialisten vielleicht auch erstmal die Wurzel halt angehen, ne? Ansonsten ohne Einschränkungen. Ja, okay, toll. Ja, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, noch eine Frage zum Schluss. Was kann man noch alles machen? Also wir haben jetzt gesehen mit Gemüse, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten. Es gibt jetzt mal einen Ausblick vielleicht für die, die ein bisschen mehr da reingehen wollen in das Thema Fermentieren. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Erweitert uns mal so ein bisschen den Horizont. Ja, man kann natürlich da echt viel ausprobieren von Nusskäse, wer es jetzt vegan möchte. Man kann seinen Joghurt selber machen, entweder auch vegane Option oder normale Variante. Man könnte die asiatischen Sachen, ne? Man kann sich ein Kimchi, was das gleiche Prinzip wäre, nur halt einfach ein anderes Rezept. Also mit Chinakohl und etwas intensiveren Gewürzen auch noch. Vielleicht versagt er für alle, die noch nicht wissen, was ein Kimchi ist, genau, was versteckt dahinter? Ja, Kimchi ist quasi das koreanische Sauerkraut. Ja, das ist das Nationalgericht. Das gibt es, ich glaube, fast zu jeder Mahlzeit. Das ist fermentierter Chinakohl und es gibt ganz unterschiedliche Varianten, meistens noch mit Rettich und Lauch und Fischsoße ist mit dabei. Fischsoße ist meistens auch mit drin, kann man aber auch weglassen. Karotten sind drin und eben scharfe Gewürze, ne? Also die haben Chili dann oft auch mit drin. Und manche haben es vielleicht schon mal beim Japaner oder so, ist zwar jetzt kein Koreaner, aber oft gibt es das auch beim Japaner. Wird auch schon mal probiert, das ist dann auch wirklich meistens sehr scharf. Genau. Also es gibt viele Möglichkeiten und eine ganz einfache Möglichkeit und auch was sich daraus noch für Folgemöglichkeiten ergeben, haben wir heute von euch gelernt. Da sage ich schon mal ganz herzlichen Dank für alle, die da weiter reingehen wollen. Haben wir auch ein paar tolle Möglichkeiten. Und zwar gibt es ja eine Webseite von euch, wo man sich informieren kann. www.sauermachtglücklich.de, richtig? Ja. Genau, das verlinken wir natürlich unter dem Interview für alle, die da sich informieren möchten. Und ihr habt auch gesagt, ihr habt ein paar Geschenke mitgebracht, die wir gerne verlosen wollen. Wie man da genau an die Gewinne drankommt, verrate ich gleich. Jetzt zeige ich erstmal, was ihr denn da genau als Geschenke mit dabei habt. Genau. Sehr gerne. Wir wollen nämlich, dass ihr wirklich erfolgreich in den Fermentationsmodus einsteigt. Und dementsprechend gibt es einmal das Fermentierset, also bestehend aus dem Fermentationsglas mit dem Gärverschluss, Beschwerungsstein und Stampfer. Natürlich unbenutzt, also nicht das, sondern... Und das ist einfach wirklich ein schönes Set, um überhaupt loszulegen. Da kriegst du auch ein Rezept mit dazu, mit einer konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ein Gewürzpäckel ist sogar mit dabei. Also du musst überhaupt nicht mehr selber dir Gedanken machen und noch Gemüse kaufen, das Kleinschnippeln, Gewürze rein und dann wird es erfolgreich fermentiert. Ja, das wird einmal verlost. Also euer Fermentierset. Super. Genau. Ja. Dann gibt es einmal... Ja. Eine Auswahl unserer besten fermentierten Köstlichkeiten. Was also, genau ist das jetzt bitte? Genau, im Endeffekt, wir haben unterschiedliche Sachen. Wir haben pinkes Sauerkraut zum Beispiel, wir haben Kohlrabi und Senf. Sauerkraut mit Alge und Ingwer. Genau.
Und du kriegst einfach eine Auswahl. Wir haben da sehr, sehr viele Produkte. Wir haben auch Kimchi, wir haben scharfes Sauerkraut mit Dill, das ist auch super lecker. Fenchel, Karotte, also ganz, ganz, ganz viel. Und wir liefern da einfach echt eine super Auswahl, wo wir sagen, das ist echt eine super Kombination. Das hilft dir auf jeden Fall weiter zum eigenständigen Verbrauchen. Ja, also ein Schnupperpaket mit einer Auswahl von euren fermentierten Köstlichkeiten sozusagen. Das gibt es einmal als zweiten Preis, machen wir jetzt daraus. Also erster Preis Fermentierset, zweiter dieses gerade gezeigte Schnupperpaket von Köstlichkeiten. Und es geht noch weiter, oder? Tatsächlich. Genau, wir haben ein Buch geschrieben, Fermentieren leicht gemacht, das große Handbuch des Fermentierens. Okay. Wir sind einfach so gestartet, vor 5, 6 Jahren, da gab es noch nicht so viele Informationen, oder sie waren meistens immer auf Englisch geschrieben. Und wir wollten einfach mal so einen kompakten Ratgeber, wie kann ich super schnell erfolgreich fermentieren, schön bebildert, tolle Rezepte dabei und wirklich klare Informationen, dass auch wirklich jedes Ferment erfolgreich funktionieren wird. Und das ist auch noch mit dabei. Und das könnt ihr entsprechend gewinnen. Super, das heißt, wir haben 3 tolle Preise zu gewinnen. Wenn ihr eins der Preise gewinnen wollt, ganz einfach, schreibt einen Kommentar unter dem Blog unten drunter. Und jeder, der einen Kommentar schreibt und seine E-Mail-Adresse dabei hinterlässt, die wird nicht mit angezeigt, aber um den Kommentar zu schreiben, ist notwendig. Und dadurch haben wir dann die Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten und euch zu informieren, wenn ihr denn da gewonnen habt. Wir werden also auch in den Blog reinschreiben, bis wann das Gewinnspiel läuft. Und wenn ihr gewonnen habt, dann werdet ihr entsprechend informiert. Wir wünschen euch schon mal viel Glück dabei. Es ist ja eine ganz einfache Variante, dort mitzumachen. Also bei dem Blogbeitrag zu diesem Video, wo ihr es drauf findet. Und wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, findet ihr den Link auch unten drunter zum Blog. Und dort dann bitte den Kommentar hinterlassen. Dann seid ihr mit dabei. Das ist schon alles, was ihr machen müsstet, um mit dabei zu sein. Wenn ihr das Video zum Zeitpunkt seht, wo schon alles vorbei ist oder nicht gewonnen habt oder ganz sicher sein wollt, dass ihr sagt, ich will trotzdem jetzt schon nicht so lange warten, dann gibt es auch eine tolle Möglichkeit, denn ihr habt einen Gratiskurs 5 Fermente in 5 Tagen, wo auch nochmal ganz viele Informationen dabei sind, wie man selber ins Handeln jetzt kommen kann. Und diesen Kurs, der ist kostenlos, den verlinken wir auch hier unten drunter. Das heißt also, ihr habt in jedem Fall die Möglichkeit, jetzt schon direkt zu starten. Und mit den Informationen aus dem Video ist ja auch schon ganz viel dabei gewesen heute, wie man selber fermentieren kann. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust bekommen. Wir werden das bei uns zu Hause nach eurer Anleitung jetzt natürlich auch mal ausprobieren. Bin ganz gespannt drauf. Wir sind ganz gespannt auf die Kommentare, die ihr schreibt im Blog. Sag schon mal vielen Dank. Ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr das mal so gezeigt habt, wie das bei euch abläuft. Eure Webseite inklusive Shop verlinkt natürlich auch für alle die sagen, finde ich eine tolle Sache, aber ich will lieber mal gucken, was es denn da so gibt oder ich habe keine Zeit. Die können natürlich auch bei euch direkt aus eurer Manufaktur die Sachen bestellen. Für jeden ist das Richtige dabei. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Es hat Spaß gemacht. Alles Liebe, alles Gute für euch. Und wir freuen uns über einen Daumen hoch oder über einen Kommentar unter dem Video und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Andreas von grünundgesund.de. Ciao. Macht's gut, ciao. Danke, ciao.